Probieren doch als Herrn Herzer. Das ist eine materielle Welt und ich bin ein materielles Mädchen. Was für ein Lächeln. Wie eine offene Wunde. Wenn du was sehen willst, musst du dafür... Die Zivilisation endet am Rande dieses Lagers. Was willst du? Ich will Rosa Baatre sprechen. Oh, Kumpel, und was ich erst will. Fräulein Rosa empfängt nicht jeden. Ich bin Geralt von Riva, ein Hexer. Wenn Fräulein Rosa sich in eine Striege verwandelt, wird ihr Vater sicher nach dir schicken. Aber sie zeigt noch keine Symptome, also wirst du nicht gebraucht. Und jetzt zieh Leine. Werden? Bitte, bitte, bitte. Ich bin ein Hexer! Ha-ja! Interessant. Du stehst auf Männer wie mich, das weiß die ganze Stadt. Also spiel nicht die unnahbare Schnucki. Herren Baatre für dich. Und ich befehle dir zu verschwinden, Schnucki, bevor ich Papa hiervon erzähle. Wer bist du? Was willst du hier? Antworte sofort oder ich rufe die Wachen. Tut mir leid, mich reinzuschleichen, Fräulein. Ich bin Geralt, ein Freund des Barden Rittersporn. Geralt von Riva? Der berühmte Hexer aus den Balladen? Was treibst du hier, Vagabund? Wie bist du reingekommen? Bei der großen Sonne, ich habe niemanden reingelassen, edle Dame.
Ruhe. Lass mich das machen. Hüte deine Zunge. Dies ist Frédéric Francis de Bergerac, der neue Schwertkampflehrer, nicht? Zeig ihm den Übungsraum. Ich bin gleich da. Aber Fräulein, das ist ein Hexer. Er hat es am Tor selbst gesagt. Hauptmann, meinst du, Rosa war Atre würde sich von einem dahergelaufenen Trampel ausbilden lassen, der sich Schwertmeister nennt? Die Wahr-Atres verlangen das Beste, und das sind Hexer. Bring ihn in den Übungsraum, sofort. Jawohl, Fräulein. Ich hoffe, dir ist klar, worauf du dich eingelassen hast. Hoffe ich auch. Fräulein Rosa hat ein animalisches Temperament. Kennt keine Gnade, wenn sie ein Schwert in der Hand hat. Schnapp dir ein Holzschwert. Und pass auf, dass du dem Fräulein nicht wehtust, sonst lernst du den Botschafter. Komm mit. Du bist mein neuer Lehrer? Na sowas. Diesmal hat sich Papa ja wirklich Mühe gemacht. Nehmen wir erstmal Holz. Zeig, was du drauf hast. Komm schon. Hör auf zu prallen und kämpf. Du bist viel besser als der Letzte. Ich bin eigentlich gar nicht dein Schwertkampflehrer. Ach, wer bist du dann? Und wie bist du reingekommen? Ich bin ein Hexer. Ich suche... Ein Hexer? Fantastisch! Ich wollte schon immer einen Hexer treffen. Wie aufregend! Und wie? Aber darüber müssen wir ein andermal reden. Ich wollte nach deinem Rhetoriklehrer Rittersporn fragen. Rhetoriklehrer? Zum Lachen. Als solchen hat Papa ihn eingestellt, aber er hatte daran kein Interesse. Meist hat er Laute gespielt und gesungen. Wollte wohl jemandem den Hof machen. Also hat er nicht... Aber ihr hattet doch irgendein... Verhältnis. Wenn du es ein Verhältnis nennst, das er mir nachstellte, jedenfalls lief zwischen uns nichts. Meine Schwester hatte ihren Spaß auf unsere Kosten. Doch genug geplappert. Kämpfe! Ich verlange eine Revanche. Verdammt, bist du schnell! Oh, ja! Hör auf zu prallen und kämpfen! Schwerter, wenn du eh nur eines führen kannst. Na, wie lange soll ich noch warten? Verdammt, bist du schnell!
Verdammt! Auch wenn du kein Lehrer bist, solltest du einer werden. Willst du mir nicht ein paar Stunden geben? Einer Dame darf ich nichts abschlagen. Was turtelt ihr Täubchen denn da? Du hast mich nach meinem Verhältnis zu Rittersporn gefragt? Nun, hier ist die Urheberin des Durcheinanders. Edna Var Atre, größte Unruhestifterin nördlich und südlich der Yaruga. Moment mal, wollt ihr sagen, dass Rittersporn euch verwechselt hat? Gelegentlich schon. Das hat Rosa aber schnell aufgeklärt. Wenn du kurz deinen gehässigen Mund halten würdest, liebe Schwester, könnte ich erklären. Edna hat Rittersporn Liebesbriefe geschickt, unterschrieben mit meinem Namen. In seiner Eitelkeit ist er darauf reingefallen. Ich durfte mich der Avancen des alternden Baden erwehren. Rosa, es war doch nur gut gemeint. Ich fand, dass du Hilfe beim ersten Schritt brauchst. Du bist bei jeder seiner Balladen errötet. Hör auf, sonst singt er als nächstes bei deinem Begräbnis. Beruhigt euch, meine Damen. Kein Poet ist einen Streit unter Schwestern wert. Schon gar nicht dieser. Hört mal, ich will nur eins wissen. Habt ihr Rittersporn in letzter Zeit gesehen? Edna vielleicht. Ich jedenfalls nicht. Liebe Schwester, ich würde mich doch nicht mit einem Mann treffen, für den du heimlich brennst. Brennen? Für einen, der ständig die Talente einer anderen preist? Dazu bin ich nicht dumm genug. Verhielt sich Rittersporn in letzter Zeit seltsam? Ungewöhnlich? Ungewöhnlich? Eigentlich nicht. Zwecklos, Geralt. Sie ist so verknallt, die würde nicht mal merken, wenn er zum Werwolf würde. Edna! Was denn? Du musst nicht so tun, als wäre er normal. Weißt du noch, als er uns auf den Friedhof führte? Rhetorikstunden auf dem Friedhof? Selbst für Rittersporn ungewöhnlich. Wir wollten die Gräber berühmter Professorin von Ochsenfurt besuchen. Am Ende stellte er lauter Fragen über Markgraf Henkel. Über wen? Ein exzentrischer alter Kauz. Neulich verstorben. Als junger Mann ist er offenbar ein wichtiger und großzügiger Förderer der Künste gewesen. Was machen zwei junge Adlige aus Nilfgaard in Novigrad? Vor Langeweile eingehen. Papa ist Diplomat. Außerdem hat er geschäftlich in Novigrad zu tun. Er ist Mitglied der Handelsgesellschaft. Er nimmt uns mit, wohin er geht. Und dann muss er uns immer neue Lehrer suchen. Und in Novigrad fiel die Aufgabe Rittersporn zu. Rosas Verlobten. Edna! Gebildete junge Damen wie ihr wissen doch sicher jede Menge über Politik. Wir haben dies und das aufgeschnappt. Was willst du wissen? Wie läuft denn der Krieg? Ist eine Entscheidung in Sicht? Papa sagt, vieles hängt an Radovid und daran, wer Novigrad zuerst einnimmt. Wieso Novigrad? Das ist doch eine freie Stadt. Sie ergreift nie Partei und hält sich aus jedem Streit raus. Oh, jedes Kind weiß doch, dass Novigrad die größte Flotte der Welt hat. Und angeblich quillt die Schatzkammer so über, dass man zwei Armeen ausrüsten könnte. Der Kaiser drängt weiter nach Norden. Die Höflinge sind sicher begeistert. Seine Vertrauten sicher. Aber Papa sagt, dass das nicht mehr lange so geht. Warum nicht? Er meint, dass der Krieg den Handel stört. Und dass die Leute es leid sind, die Abenteuer des Kaisers zu bezahlen. Anderes Thema. Von wem hat Rittersporn denn gesungen? Kennt ihr sie? Sie ist wohl eine Dichterin oder Bardin. Selbstredend außergewöhnlich begabt und fähig. Diese Frau, sie ist nicht von hier, oder? Ich glaube, er hatte ihren melodiösen, kuvirischen Akzent gelobt. Kann sein. Er hat sie ein paar Mal Kalonetta genannt. In Kovir sind bizarre Namen üblich. Ich muss Soltan nach dieser Kalonetta fragen. War mir ein Vergnügen, aber ich habe noch was zu erledigen. Äußerst erfreut, dich kennenzulernen. Komm bald wieder. Und? Was ist jetzt mit weiteren Stunden? Du bist überzeugend, Fräulein. Woher du das bloß hast? Sag mir Zeit und Ort. Morgen hier?
gleiche Zeit wie heute? Gut. Bis dann. Bis dann, Meister Hexer. Dich ein paar Kronen. Machst du das nicht umsonst? Aber es wäre eine unschätzbare Erfahrung, wenn du deiner Zunftkarte hinzufügen solltest. Du hättest lieber nicht in die Stadt kommen sollen. In den Bäumen bist du besser aufgehoben. Jeder in Novigrad will sich interessant machen. Keine falsche Bescheidenheit. Ansehen kostet nichts. Und es gibt viel zu sehen. Dies hier ist eine Sammlung von Wundern des Magiers Eramas. Das ist eine einmalige Gelegenheit. Wie bist du an die gekommen? Ich habe noch nie gehört, dass Magier sich freiwillig von ihren Schätzen trennen. Eramas wurde nicht gefragt. Er ist vor 2 Wochen auf dem Scheiterhaufen gelandet. Seltsam, dass seine Sachen nicht mit ihm verbrannt wurden. Warum lassen die Hexenjäger sie dich einfach so verkaufen? Warum sollten sie mich nicht lassen? Das sind nur Alltagsgegenstände. Nur anspruchsvolle Sammler haben Interesse daran. Schon gut, ich verstehe. Diese Objekte sind nicht sehr gewöhnlich. Gerüchten zufolge ist jedes ein verzauberter Schlüssel. Erwähnen die Gerüchte vielleicht auch, wo man die zugehörigen Schlösser findet? Leider nicht. Nun, wenn ich's wüsste, würde ich sie wohl kaum verkaufen. Wo hat Aeramas gelebt? Er hatte ein hübsches Anwesen südlich von Ochsenfurt. Das ist jetzt schwer beschädigt. Leicht hat er es den Jägern nicht gemacht, ihn zu fangen. Zeig mir, was du hast.
Wiedersehen. Statuette eines Mannes. Nicht geschnitzt, sondern magisch erzeugt. Ich muss Triss danach fragen. Starr mich nicht an, sonst prügle ich dir Manieren ein. Warum? Verdammtes Wetter. Was jetzt, du Stück Dreck? Dir, Puschel. Hast du den alten Soldaten vermisst? Was? Du hast nicht mal das Wasser getrunken? Ungezogener Vogel. Sag mal, lecker? Ah, du bist wieder da. Kennst du Puschel schon? Sie müsste jeden Tag mit dem Sprechen anfangen. Feldmarschall Dudas Ersatz? Aber Duda war ein Papagei, das weißt du doch noch. Wo hast du die hierher? Von einer Versteigerung. Das Haus eines Magiers kam unter den Hammer. Die Hexenjäger und das ewige Feuer haben sich zusammengetan, das Anwesen überwacht und den armen Schlucker mitgenommen. Seine Sachen wurden verkauft. Bin zufällig vorbeigekommen und hab die Eule gesehen, mit eigenem Käfig. Wie hättest du da widerstehen können? Konnte ich nicht, war unmöglich. Aber jetzt geht's um Rittersporn. Und? Wie steht's? Viel erfahren? Die Frauen auf meiner Liste haben Rittersporn länger nicht gesehen. Sie sagen alle, er hätte sich seltsam benommen. Behaupten auch, er hätte eine neue. Doch die geheimnisvolle Dame war nicht auf meiner Liste. Wie soll's denn aussehen, dieses Mädel? Blond, aus Kovir. Angeblich eine Bardin. Sie heißt Kalonetta oder so ähnlich. Ach, das macht die Sache ja glasklar. Das ist Priscilla. Ja, das muss sie sein. Wer ist diese Priscilla? Eine Bardin, wie du sagtest. Seit kurzem ziemlich bekannt. Stell dir Rittersporn mit Titten vor, dann weißt du in etwa, wie sie aussieht. Interessantes Bild. Wie ist Rittersporn mit seiner Doppelgängerin klargekommen? Hat sich verknallt, glaube ich. Hm. Rittersporn verliebt? So richtig verliebt? Oh ja. Der Kerl ist hin und weg. Sie hat ihm den Kopf verdreht. Gut, dann müssen wir wohl mit ihr reden. Priscilla spielt in einer Schaustellertruppe. Renard und die Füchse. Immer wenn sie in der Stadt sind, tritt sie abends im Eisvogel auf. Dann sind wir zu einem Liederabend verdammt. Musst du immer meckern? Das ist echte Lyrik, Gerald. Du wirst sehen.